Hallo zusammen, wir haben heute den 28. Dezember und wisst ihr was? Das Android 11 mit One UI 3.0 Update ist endlich für das Galaxy Note 20 Ultra verfügbar. Ich hab's ja gesagt, ich wusste es und Samsung hat mich in dem Punkt nicht enttäuscht. Sie haben das Update noch vor dem Januar rausgebracht. Wir gehen in die Einstellung und sehen direkt den Hinweis, ein Software-Update ist verfügbar. Wir hätten draufklicken können, wir scrollen aber trotzdem runter und sehen da auch schon ein Hinweis in Orange mit einem N drauf. Herunterladen und installieren. Wir klicken da drauf. Und ich habe für euch den Download angehalten vorhin, um die Kamera anzuwerfen. Wir scrollen schnell runter und gucken uns an, wie groß denn das Update ist. Es ist 2,366 GB groß und kommt mit dem Sicherheitspatch vom 1. Dezember. Na gut, der war sowieso schon vorhanden. Wir klicken auf Herunterladen, scrollen nochmal hoch, um zu sehen, wie lange es denn dauern wird voraussichtlich. 6 Minuten 44. Gut, in der Zwischenzeit können wir uns die Neuigkeiten mal anschauen. One UI 3 Upgrade, in Klammern Android 11. Das soll uns helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Visuelle Neugestaltungen. Das betrifft den Startbildschirm, so das Quick Panel, Leistungsverbesserungen, damit Apps schneller laufen und dabei weniger Akkuladung verbrauchen. Da bin ich mal gespannt. Ihr kennt ja die Thematik mit dem Exynos 99. Und des Weiteren schauen wir uns mal an die Oberpunkte. Visuelle Gestaltung, verbesserte Leistung, bessere Anpassung. Ihr seht schon, die Liste ist wirklich lang. Erweiterte Funktionen. Dann haben wir noch Neuerungen bei Anrufe und Chats. Bei Bilder und Videos. Bei Einstellungen. Bei der Samsung-Tastatur. Bei der Produktivität, einfache Medien- und Gerätesteuerung, Verbesserungen beim Erkennen und Verbessern der digitalen Gewohnheiten, Eingabehilfe für alle, stärkerer Datenschutz, das ist ja ein Android 11 Thema, zusätzliche Verbesserungen. In der Uhr können Sie die Uhrzeit und den voreingestellten Namen des Alarms hören, wenn ein Alarm ertönt. Okay, weiter. Einige Apps müssen nach dem One UI 3 Update separat aktualisiert werden. Das werden wir uns auch in diesem Video angucken. In diesem Video wird es hauptsächlich um den Update-Prozess gehen, sowie die separate Aktualisierung der Apps. App-Kopien, die mit dem Dual Messenger erstellt wurden, können nicht mehr direkt auf SD-Karten-Dateien zugreifen. Um SD-Kartendateien in einer App-Kopie zu teilen, wählen Sie die Dateien in der Galerie oder in eigene Dateien aus, tippen Sie auf Teilen und wählen Sie dann die App-Kopie aus. Wichtiger Hinweis. Ein weiterer wichtiger Hinweis. Sie können Wi-Fi direkt nicht mehr nutzen, um Dateien an andere Geräte zu senden. Sie können stattdessen Nearby Share verwenden. Sie können immer noch Dateien über Wi-Fi direkt erhalten. Das ist krass. Okay. Google bzw. Samsung pushen jetzt Nearby Share. Gut, dass wir uns nochmal das Ende dieser Liste anschauen. Und wir haben als letzten Hinweis, als letzten wichtigen Hinweis, Sie können sich nicht mehr per Smart View mit Chromecast verbinden. Sie können stattdessen Google Home verwenden. Okay, so, dann würde ich sagen, wir scrollen nochmal hoch, um zu sehen, wie weit wir denn nun sind. Übrige Zeit noch 3 Minuten und 54 Sekunden. Gut, an dieser Stelle beschleunigen wir das Video und ich lese mir in der Zwischenzeit nochmal die Unterpunkte durch. Für das nächste Video, um euch alle Neuerungen zu zeigen. Okay, das Herunterladen ist nun fertig. Update bereit für die Installation. Ihr Telefon wird nach der Installation des Updates neu gestartet. Wir klicken auf Jetzt installieren.
müssten warten. Auch jetzt beschleunige ich das Video, denn für gewöhnlich dauert das doch schon ziemlich lange. Ich finde ja dieses neue Design um einiges besser. Früher war all das, was jetzt schwarz ist, blau gewesen. So verbraucht das Telefon weniger Akku. Das ist gut, denn alles, was jetzt schwarz ist, wird nicht beleuchtet. Und ich finde auch den weißen Androiden um einiges, ja, ich sag mal, professioneller und moderner. Ja, mit dem blauen sich in dem Androiden drehenden Kreis und auch dem blauen Statusbalken. Es wirkt einfach stimmiger. Gefällt mir. So, wir sind fast durch. Jetzt haben wir die 100% und das Gerät startet sich erneut neu. Ja, wir haben den Bootscreen und gleich dürfte die Aktualisierung der Apps folgen. Da bin ich gespannt auf die Anzahl. Und zwar genau diese Anzahl. 491 Apps werden optimiert. Wir beschleunigen an dieser Stelle erneut das Video. Wunderbar. Speicher wird optimiert. Und das Gerät startet neu. Wir sind fertig. Super. Zum Entsperren streichen. Wir sehen sofort den neuen Look. Hier kriegen wir einen Hinweis, Offline-Suche aktivieren. Und wir sehen, das Android-System ist immer noch nicht ganz fertig. Also das System-Update. Es wird erst beendet. Aber wir sehen auch den neuen Look des Quick-Panels, beziehungsweise des Benachrichtigungsfeldes. Es ist nun transparent und ich muss sagen, auf Anhieb gefällt mir mit dem Dark Mode. Okay, wir warten nochmal, bis das System-Update komplett beendet wurde. Allzu lang dürfte es nicht mehr dauern. Jetzt fängt auch noch Google Play Store an. Ach, das. Gut, fertig. One-Hand Operation wurde gestartet. Ihr Telefon wurde aktualisiert. Super, damit sind wir offiziell durch. Nach Ihrem neuen Mobiltarif suchen, was das denn? Sich zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es um die eSIM geht. Ja. Ja, bestimmt. Gut, das lassen wir jetzt. Das lassen wir. Das unterlassen wir jetzt. Wir gehen einen Schritt zurück. SIM-Kartenverwaltung. Klicken auf Fertig. Da brauchen wir nichts weiter tun. Software-Update. Ihr Telefon wurde aktualisiert. Jawohl, danke. Wie bereits gesagt, so sieht das neue Quick-Panel aus. Ja, mit viel Transparenz. Wir deaktivieren den Dark Mode mal, um die weiße Version zu sehen. Oh, das Weiße gefällt mir nicht so sehr wie das Schwarze, muss ich ehrlich zugeben. Nein, ich bin der Freund des Dark Modes. Okay, ich würde sagen, wir gehen in die Einstellungen. Scrollen nach unten. Ja, der Aufbau hat sich ein bisschen verändert. Telefoninfo, Softwareinformation, da sehen wir es. One UI Version 3.0 mit Android Version 11. Bei dem Klick oben passiert nichts. Allerdings passiert bei dem Klick hier Folgendes.
Wir haben hier ein Drehrad. Wir haben 10 Punkte. Ja, die leuchten auf, beziehungsweise werden größer. Beim ersten Mal klappt das nicht. Wir müssen nochmal mit Schwung, mit Anlauf noch einen Versuch starten. Et voilà, da haben wir die 11. Und das neue Easter Egg mit der Katze. Okay, das war's vom Update-Prozess. Wie versprochen, gucken wir uns die aktualisierten Apps an. Wir gehen in den Galaxy Store. Und gucken, was es für Updates gibt. Ja, es gibt 5 Stück. Schauen wir uns mal an, welche das sind. Voice Recorder, Picture Frame Widget, Samsung Video Library, Game Booster Plus, super, das freut mich. Das ist immer gern gesehen. Und zu guter Letzt der Calculator. Fragt mich nicht, warum alle App-Bezeichnungen hier auf Englisch sind. Ich nehme es einfach mal hin. Den Game Booster kann ich nebenbei nur empfehlen. Und jetzt gehen wir nochmal in den Play Store, um zu sehen, ob es da App-Updates gibt. Ja, tatsächlich. Device Personalization Services. Gucken wir uns mal die Beschreibungen. Operating System Improvements and Capabilities, Bug Fixes and Various Optimizations. Okay, Aktualisierung. Gut, das wäre auch getan. Und was mich wundert, ist hier dieses Wetter-Widget. Das hat sich verändert, meine ich. Gucken wir mal in die Einstellungen. Ja, wir haben immer noch 3 zur Auswahl. Ne, das hat sich definitiv geändert. Das ist jetzt um einiges kompakter geworden. Ach, diese Veränderung gefällt mir nicht so sehr. Na gut. Nehmen wir hin. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's vom Update-Prozess. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Video zeige ich euch die Neuerung von Android 11 und One UI 3.0. Bis dahin, macht's gut. Ciao.